Also die geht ja mal gar nicht ab. Oh, jetzt muss ich mal runter von diesem Gehweg. Aber wir haben ja eine Cross, wir können durchs Grüne. Den kennen wir doch. Hi. Ein sehr, sehr gemütliches Fahrzeug. Hallo und willkommen bei mir auf dem Channel. Ja, Trigger wird ausprobiert. Boah, das Ding ist nicht wirklich schnell. Ist komplett original. Normal sind sogar Gangsperren drin, aber wir sind heute hier in Frankreich. Ich finde die Gänge nicht. Oh, jetzt. Puh, wo bin ich jetzt? Ich muss gerade ein bisschen aufpassen, wo ich hinfahre. Ich kenne mich hier zwar schon aus, aber wenn ich dann noch auf dem Fahrzeug sitze, das ich nicht kenne, muss ich einen Ticken mehr aufpassen. Okay. Jesus Gott. Also Zweitakter hochdrehen lassen. Naja, wirklich schnell ist das Gerät nicht wirklich. Also die letzte, die ich gefahren bin, war spaßiger. Aber es hat einen Grund, normal fahre ich Fahrzeuge nicht zweimal und mache keine Videos darüber. Aber die dreht überhaupt nicht hoch. Die hat null Drehzahlen. Irgendwas scheint mit diesem Fahrzeug nicht zu stimmen. Naja, stimmt tut schon, bloß sie ist mega runter. Was Drehzahlen angeht, ist sie total im Keller. Da kommt ja mal rein gar nichts. Mal einen Gang runter. Gang hoch. Macht überhaupt keinen Unterschied. Komisch, komisch, komisch. Aber die Sitzposition ist gewöhnungsbedürftig. Ah, und jetzt weiß ich auch, wo wir sind. Wir sind noch in Drusenheim. Ich brauche jemanden, wo mich ein bisschen anzieht. Also ich habe mir das Ding ein bisschen schneller und sportlicher eigentlich vorgestellt. Aber ja, wir tuckern legale 45 km/h. Aha. Jetzt sind wir aus dem Dorf raus. Jetzt zieht es ein bisschen mehr. Naja, sie fährt einen Ticken schneller. So, letzter Gang ist drin. Fast 50. Woo! Vorhin bin ich auch so eine Cross gefahren. Aber eine, boah, Beta mit 125 Kubik. Viertakter. Leck mich, ging das Ding ab. Also es war wirklich unnormal. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Wenn du gerade dieses Video siehst, vielen, vielen Dank für das Vertrauen, dass du mich die Karre fahren lassen hast. Und Grüße an dich. Ich hoffe, du bist gut nach Hause gekommen. Nächsten Monat komme ich dich besuchen. Und auch einen Riesendank an den Besitzer dieses Fahrzeuges, dass er mir auch das Vertrauen entgegenbringt, dass ich die fahren kann. Aber an der hier gehört noch einiges gemacht. Aber gemütlich. Ist halt nicht zum Heizen, ja. Aber um gemütlich von A nach B zu kommen, reicht es alle Male. So. Mir gefallen so langsam diese Crossmaschinen. Ach, was für eine Federung.
Okay. Ich schalte einen Gang hoch und er findet den Gang nicht. Da muss man nachschalten. Komisch. Ich glaube, da muss der Besitzer nochmal ran an die Karre. Aber spaßig ist es auf jeden Fall. Optisch gesehen sieht das Fahrzeug aus wie von einem Jugendlichen. Der Besitzer ist allerdings ein Ticken älter als ich sogar. Aber verbaut sich überall Stickers. Wahnsinn. Würde mir nicht gefallen persönlich. Auch die Farbe. Weiß, grün, gar nicht meins. So, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hierher gekommen bin. Eigentlich bin ich von der anderen Straße gefahren. Und du kannst hier am Gas alles weiter drehen. Da stimmt auch was nicht. Jetzt befinde ich mich auf der Rheinstraße, so viel ich weiß. Aber immer noch in Frankreich. Naja, und das ist, glaube ich, Drusenheim schon wieder. Jetzt muss ich nur noch zur Fähre kommen und dann treffe ich wieder die Jungs an. Aber bevor wir jetzt so weit hinfahren, 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt habe ich alle Gänge runtergeschalten. Ich hoffe, ich bin neutral. Das Ding funktioniert nämlich auch nicht. Nein, ich habe noch nicht neutral. Moment. Nö, scheiße. So. Jetzt zeige ich euch mal die Trigger. Ja, für junge Leute bestimmt geil. Turbo Kit Auspuff. Nigelnagelneu, man sieht es noch. Total verchromt, keine Verfärbung, nichts. Ja, hat was. Von hinten zeige ich es euch nicht, sonst muss ich nur mal ein Schild zensieren. Grün, weiß, schwarz. Nicht mein Geschmack, habe ich schon mal gesagt. Aber ganz nice. Ja. Jeder Geschmack ist anders. Und das werte ich nicht ab. So. Neutral ist drin. Dann geht's mal los. Boah, mir ist so warm gerade. Wir haben heute über 20 Grad und die Temperaturen merke ich deutlich. Im Pulli ist es mir viel zu warm. Es wurde von Winter direkt den Frühling übersprungen. Zack, Sommer. So fühlt es sich gerade an. Oh yeah, die deutsche Grenze. Da müssen wir jetzt entlang fahren. Aber wir werden noch ein bisschen in Frankreich bleiben. Also dieser Ganghebel ist scheiße. Ja, wir bleiben natürlich jetzt noch ein bisschen in Deutschland, in Frankreich. Fahren ein Stück zurück. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ist mal eine Abwechslung. Normal fahre ich ja meistens nur Roller. Ich fahre fast nur Testfahrten von Rollern. Von daher hoffe ich, dass euch der kleine, dass es euch mal trotzdem gefallen hat, wenn ich mit so einem Ding fahre. Von daher wünsche ich euch was. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.